Ich habe in einem Buch des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry eine interessante Story gefunden. Und zwar berichtet er davon, dass vor vielen, vielen Jahrzehnten eine Gruppe Nomaden aus der Sahara nach Frankreich geflogen wurde und dort das Land besichtigte. Das waren wohl irgendwelche Nomadenführer, Häuptlinge, und sie hatten das Vorrecht, Frankreich zu besichtigen. Und er führte sie so rum und sie besichtigten allerlei, und irgendwann einmal kamen sie an einen Wasserfall. Die Wüstenbewohner waren schon sehr beeindruckt von dem Grün, von dem üppig wuchernden Land. Und als sie diesen Wasserfall sahen, da blieb ihnen wirklich der Mund offen stehen. Weil sie wussten, das Wasser, was hier innerhalb von einer Minute runterkommt, hätte Hunderten, Tausenden von Leuten, die in der Wüste verdurstet sind, das Leben retten können. Und sie waren fasziniert von dem Wasser und diesen Strömen, die da runterkamen. Und sie konnten sich gar nicht satt sehen daran. Und es dauerte und dauerte und dauerte, und irgendwann wurde es ihm dann doch zu langweilig, und er dachte, ja, wollen wir mal gehen. Nein, nein, wir wollen noch nicht gehen, wir wollen noch bleiben. Und es zog sich hin und die waren schier nicht von diesem Wasserfall wegzubringen. Und irgendwann sagte er, ja, warum wollt ihr denn immer noch hier bleiben? Da sagten sie, wir wollen warten, bis es aufhört. Wir wollen warten, bis es aufhört. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieser Wasserfall gar nicht aufhört. Dass dieser Wasserfall seit Jahrhunderten, Jahrtausenden strömte und immer und immer und immer neues Wasser kam. Es war etwas, was in ihrem beschränkten Denken, in ihrem Wüstendenken einfach nicht existent war. Und das ist ein interessantes Bild für viele Christen. Wir limitieren den Heiligen Geist, der Ströme lebendigen Wassers ist. Wir denken, das ist nur so ein bisschen, das ist so eine gewisse Quantität, so eine gewisse Menge. Und wir machen uns nicht bewusst, es sind Ströme, die immer und immer und immer strömen, die nie ein Ende haben. Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht quantifizierbar, er ist immer in Fülle da. Und wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest, wenn du ihn in dein Leben hineinlässt, es ist immer mehr da. Es ist immer die Fülle da. Du kannst nie alles aufnehmen. Du brauchst nicht zu denken, dass du ein kleines Gefäß hast und das versiegelst du und damit kommst du dann über die Runden. Nein, du musst dich öffnen und diese Ströme lebendigen Wassers in dich hineinlassen. Weißt du, die Bibel sagt uns, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist genau das, was der Heilige Geist ist. Ströme lebendigen Wassers sollen in dich hineinfließen, aus der unsichtbaren Welt, vom Thron Gottes, und aus dir herausfließen in die Menschen, denen du begegnest. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das Wasser des Lebens, was Gott uns gibt, strömt und strömt und strömt. Es ist eine Quelle, die niemals versiegt. Es ist mehr als ein Wasserfall. Es ist gewaltig. Es sind Fluten, die vom Thron Gottes kommen. Öffne dich dafür und erwarte Großes von Gott. Nicht etwas Kleines, Limitiertes, Begrenztes. Erwarte Überfließendes. Öffne dich für ihn und du musst es so empfinden, wie wenn du unter so einem Wasserfall stehst und einfach das Wasser auf dich und durch dich hindurch flutet. In dem Sinne glaube ich, dass Gott viel mehr für dich hat.